Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Let's Play. Das hier ist eine Challenge von einem anderen größeren YouTuber. Ja, ich habe hier gleich schon mal Namen eingetragen. Hier könnt ihr sehen, kein Seed. So wie es die Regeln vorschreiben. Villages und alles ist an. Wir starten gleich mal rein. Mal schauen, was wir kriegen. Das könnte gerade ein bisschen dauern. Genau. Jo, wir sind gleich in einem sehr schönen Biom gelandet. Lol, vielleicht schon. Oh, lag. Welt generiert sich nicht so ganz ordentlich. Gut, bauen jetzt erstmal ein bisschen Werkzeuge und so. Ich bin dafür, dass wir gleich erstmal auf Dierjagd gehen oder so. Da noch was. Schieß mitten auf dem Land. Egal, YOLO. Ne, da ist weniger gut. Fail. Aber Kühe, die können wir gebrauchen. Ich frage mich sicherlich, was es mir bringt, dass ich so herumspringe dabei. Ist ganz einfach. Das macht ein bisschen mehr Damage, wenn ich Crits jetzt. Ja, das macht gleich doppelt Damage oder so. So, dann noch das Fleisch andrehen, ein bisschen Blumen schon mal mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Ziele alle waren. Ich könnte mal das Dokument dazu öffnen. Wenn es denn jetzt gerade mal laden würde. Dann, na gut. Lol. Jetzt nur mal. Nee. So und was ist denn jetzt hingeschrieben? Ja, genau hier. Genau. Wir brauchen ein Bett, einen Unterschlupf. Beziehungsweise ein Haus mit Platz für einen Ofen, zwei Kisten und ein Bett. Wir müssen alle neutralen Tiere züchten. Mindestens einmal, also Pferde, Kühe, Schweine, Hühner und Schafe. Weil Pferde sind dabei, glaube ich, das leichteste. Wir müssen einen Diamanten finden. Oder mindestens einen, behaupte ich mal. Oh, hey, da hinten ist eine Höhle. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube hier gerade nur das Holz, seit ich das Zeug krieg. Dann müssen wir ein Getreidefeld bauen. 9x9 Blöcke groß. Ich renne gerade nochmal zurück, um zu schauen, ob da vielleicht noch irgendwo Setzling ist. Jo. Einen haben wir gekriegt, das dürfte reichen. Oh, fürs. Ihr habt nichts gesehen. So, schon ein bisschen was mitnehmen. Mal schauen, wir müssen einiges machen. Wir müssen auch ein Villager-Dorf zum Beispiel finden. Aber das wird ja leicht. Villager-Dörfer sind richtig leicht zu finden. Genauso wie Höhlen. Oh, warte mal. Ein Hühnchen. Ja,
Gut. Ich muss mich immer ganz ein bisschen was aufschreiben. Und zwar, ich höre mir ganz kurz die Koordinaten von hier auf, damit wir genau, damit wir hier wieder zurückkehren können, ohne dass wir lang suchen müssen. Ist sie? Hopp. So, X ist 264, Y ist 69. Oh, ich habe einen Schaf gehört. Das ist 395. Gut. Fragt nur wo. Doch, da. Stirb, du Schaf! Stirb! Erwischt. Gut, Zombie, hört sich nicht gut an. Erstmal ein paar Sticks craften. Natürlich nicht so oft auf die aufs Mausblatt kommen. Ja, jetzt kommt bestimmt einige. Hey, das ist voll unprofessionell. Du spielst du am Laptop. Fickt euch. Mir doch egal, was ihr sagt. So, jetzt kraften wir noch mal Steinspitzhacke. Und ich höre hier überall Skelette und Zombies, was heißt, dass hier irgendwo bestimmt Monster sind. Okay, ich suche auf jeden Fall. Nee, ich hole jetzt keine Diamanten. Ich wüsste, wie es geht innerhalb von 5 Minuten, aber YOLO. Brauchen wir noch nicht. Und ich kann mal ganz die Koordinaten ausschalten. Brauchen wir ja nicht. Und Kohle, das können wir gleich schon mal brauchen. Mal ganz kurz schauen. Okay, gut. Ich darf nicht nur. Jede Folge wird jetzt 15 Minuten lang sein. Ziemlich genau ist das. Ich werde nicht an- und abmoderieren. Es lohnt sich einfach nicht. Geht vielleicht schon, aber halt, während ich das mache, das Zeug. Wir sind jetzt schon bei ca. 8 Minuten. Das ist ein bisschen sehr lange. Dafür, dass wir noch nicht mal ein Haus haben. Kein zugeben, ich baue selten wirklich ein großes Haus, aber ich fange meistens an mit einem kleinen Haus und vergrößere es dann immer wieder. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich hier schon? 18, gut. Ich baue jetzt erstmal ein Steinschwert, ne? Und dein Axt mit schon 18, genau. Ja, den Zuckerrohr können wir auch gerade mitnehmen. Da haben wir einen kleinen Vorteil. Ich suche gerade eigentlich einen hohen Punkt, von dem man alles schön überwachen kann. Bisschen was reinholen. Ich werde bald mal auch Optifine reinpacken. Das Problem ist einfach, dass ich. Oh! Ein Schweinchen! Das brauchen wir! Das brauchen wir! Das was wir nicht sehen. Oh. Jetzt schon Nacht oder wie? Warte mal.
Video Settings, Class of. Egal. Ach doch, oh. Es wird langsam Nacht. Ja, ich spiele auf Englisch, weil sich jetzt einige Leute gerade gefragt haben. Ich weiß. Schaffe, 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 schaffe. YOLO! YOLO! Attack! So, stimmt. Bett bauen, bitte mal. Jetzt hätte man nicht Angst von 30 Zielen erreicht. Baue ein Bett. Oh. Jetzt lege ich mir auf die 1, das auf die 4, da passt bei mir alles. Ich weiß ja nicht, wo wir hin sollten am besten, aber. Hier sieht es doch bald mal wieder besser aus, ne? Sind noch Küchen und alles? Ja, hier sieht es gut aus. Hier sieht es richtig gut aus, finde ich. Ich muss noch einen Punkt finden und wir uns ein bisschen hinbammeln. Das ist einfach eine Blume. Ja, gut, Glück gehabt. Wir haben so viel Zeug schon gekriegt. So. Ja, das hier geht jetzt gerade ans Spark. Es ist nicht. Es wäre jetzt nicht unfair, wenn wir jetzt auch eine Folge auf Peaceful drehen könnten. Alle. Beziehungsweise halt machen könnten. Weil, du siehst ja, was ich an Unmengen von Essen brauche. So, was für ein Achievement haben wir denn jetzt schon bekommen? Oh, Alter, yo, das ist gut, das brauchen wir, ne? Oh, hier sieht's doch schön. Ja, ich weiß nicht, auf dem Hügel da hinten. Jo, hier ist ein schön, ich keine Anhöhe. Jo, komm, wir bauen unser Haus. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Dann erstmal einen kleinen Ofen bauen. Hot Topic, ja, von mir aus. Mal ein bisschen Terraforming betreiben, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt können wir uns hier nicht so gut niederlassen. Ja, ich weiß, wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Klappe halt, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen das hier aus oben. Sieht ganz schön aus, finde ich. So schön rot. Und wehe, ihr lacht jetzt. Nur weil es rot ist. Müssen sich jetzt auch irgendwo einen roten Boden. Irgendwo. Ich weiß, wo der Bett schläft. Wo er raus wohnt. Okay. Und dann machen wir hier noch eins hin.